liebe Musikfreunde, Musik von dem Fantastischen, sie machen sie zu viert. Ja, und das nach wie vor, denn gerade erst hat Deutschlands dienstälteste Hip-Hop-Crew 6 Jahre nach ihrem letzten Album Captain Fantastic und 1 Jahr nach den Lichtenstein-Tapes mit Longplayer ein neues Album rausgebracht. Schon auf Lauschgift rappte Smudo, du bist nur die Single, aber ich bin die LP. Und dieses Motiv wird jetzt nochmal ausführlich auf Albumlänge aufgegriffen. Denn die Fantastischen 4 sind ja auch wirklich Longplayer. Seit ihrem ersten Album Jetzt geht's ab, sind stolze 33 Jahre ins Land gezogen. So lange höre auch ich sie jetzt schon. Sie sind wirklich gekommen, um zu bleiben, wie wir sind Helden das einmal unrichtig von sich behauptet haben. Sie sind unverwüstlich, ein Hafen der Beständigkeit in unsteten Zeiten. Komm ran und dann komm noch näher. Fun kommt nicht von ungefähr. Auf langen Wegen sieht man mehr. Von Anfang an Longplayer. Die 4 sind jetzt alle so Mitte 50 und da kann man schon mal anfangen, so über Vergänglichkeit und Endlichkeit nachzudenken und über den Sinn hinter all dem Streben. Und genau das machen die Fantastischen 4 auf Longplayer nun ausgiebig. Sie kreisen auf dem Album häufig um sich selbst. Zumindest beziehen sie die Themen, die sie philosophisch behandeln, oft wieder auf die Band zurück. Sie definieren sich als Longplayer im Titelsong und Opener, fragen sich, was in unserer schnelllebigen Welt noch Bestand hat, reflektieren Lebensentscheidungen in was man will und erklären, warum sie mit allem Möglichen aufzuhören gedenken, aber trotz gelegentlicher Selbstzweifel niemals mit der Band. Es ist ja nicht so, als wär's uns egal. Aber aufhören, was war das nochmal? Wir wollen es wissen! Zu sehr schönem Retro-Rap und gelungenem Storytelling gibt sich Smudo ganz der Nostalgie hin in seinem Solo-Track 5 Zimmer mit Bart und erinnert sich daran, wie das damals alles losging mit den Fantas, und zwar noch bevor sie die Fantastischen 4 hießen. Angefangen hat alles mit einer Fahrt in der Straßenbahn, mit VVS, Tageskarte, Stift, Block, ohne Masterplan, einfach ein Teenie aus dem Kaff, mit einem Beanie auf dem Dach. In den letzten paar Tracks des Albums geht's dann philosophisch so richtig ans Eingemachte. Da werden Carpe Diem, Nutze den Tag und Memento Mori, denn bedenke, dass du sterben wirst, so schön gegeneinander ausgespielt, wie man das seit dem Barock nicht mehr gehört hat. Wir haben alle zwei Leben, sagte ein weiser Mann. Erst wenn du verstehst, dass du nur einmal lebst, dann fängt das zweite an. Dann fängt das zweite an. Es heißt ja, dass das zweite Leben dort beginnt, wo man erkennt, dass man nur eins hat und dass man deswegen den Augenblick genießen soll und zum anderen sich darauf besinnen, was bleibt. Und dabei kommen sie zu dem Fazit, dass das vor allem Familie ist und zum anderen die Taten und Werke, die man hinterlässt. Und hier sehen sie auch den Sinn hinter ihrem künstlerischen Schaffen, hinter ihrer Musik. Aber natürlich geht es bei den Fantastischen 4 auch darum, möglichst viel Spaß zu haben und kollektiv auszurasten. Und so finden sich jetzt hier unter den 16 Tracks auf Longplayer auch einige, die garantiert zukünftige Live-Banger werden. Allen voran das mitreißende Weekend-Feeling. Scheiße! In gleich 2 aufeinanderfolgenden Tracks machen die Fantastischen 4 nochmal eindrücklich deutlich, dass sie hierzulande die adäquateste Entsprechung der Beastie Boys sind. Und zwar in den Tracks Win 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 und 44.000. Zwei Plattenspieler, drei am Mikrofon. Just the MCs and one DJ. Es gibt auf dem Album aber durchaus auch ein paar Tracks, die sich nicht nur um die Fantastischen 4 selbst und Philosophie drehen, sondern auch um Themen wie Liebe, zum Beispiel Inwieweit, wo die Fantastischen 4 nicht mal davor zurückschrecken, Hungriges Herz der Band Mia zu samplen, wobei dieses hochgepitchte Stimmsample durchaus auch schon mal an den Nerven zerren kann. Ansonsten ist diese Leadsingle aber durchweg gelungen. Der andere Love-Track auf dem Album Fliegen, der Solo-Track von Michi Beck, der ist dann für meinen Geschmack etwas zu seifig ausgefallen. Ich glaube aber, das ist auch volle Absicht. Nur abzuheben bleibt halt eben schwierig. Weil nichts schwerer wiegt im Leben als die Liebe. Auch Nerdiges hat nach wie vor seinen festen Platz bei den Fantas, so darf sich im Instrumentaltrack Projekt Y an die Y mit einem Vintage-Stimmsample mal so richtig austoben. Wir drücken jetzt einmal die C-Taste des unteren Manuals, schalten den Disco-Rhythmus ein,
Regeln die Geschwindigkeit. Ja, liebe Musikfreunde, wenn euch das Video doch bis hierhin schon gut gefallen hat, dann abonniert doch ganz schnell meinen Kanal. Das hilft mir wirklich sehr und ihr verpasst dann auch keins meiner künftigen Videos mehr. In Wiedersehen geht es um Angst und soweit wie ich das verstehe, auch im darauffolgenden Hallenbad. Zumindest klingt der Track wie die Vertonung einer Panikattacke. Glaub mir, kann ich mehr. Es macht sich übrigens bezahlt, dass wie zuletzt bei der Antilopengang, die ja auch ihre Instrumentalparts von Manny haben einspielen lassen, jetzt hier auch bei den Fantastischen Vier eine echte Band engagiert wurde, um die letzten beiden Tracks rockig auszugestalten. Und zwar die Band Kadaver. Sowas klingt im Ergebnis ja dann meist besser, als irgendwelche x-beliebigen Studiomusiker zu bemühen, deren Ergebnisse oft weniger nach gewachsenem Bandsound klingen. Kadaver machen diesbezüglich hier auf jeden Fall einen guten Job. Klar ist auch von Ton 1 an, dass die Fantastischen Vier hier keinen Anschluss auf dem Album an aktuelle Hip-Hop-Trends suchen. Smudo gibt im Interview mit dem Focus etwa an, dass es doch Unsinn wäre, so zu tun, als wäre man modern, wenn man es in Wahrheit einfach nicht ist. Da wollen sie lieber das machen, was sie auch am besten können. Und so spielen sie in einem Hip-Hop-Paralleluniversum einen Sound, den sie wie kaum ein anderer hierzulande in den 90ern geprägt haben und der wiederum stark von 80er US-Rap geprägt ist. Und das können sie immer noch am besten. Sie stehen zu ihrem Dinosaurier-Status und müssen sich für niemanden verbiegen oder bei niemandem anbiedern. Meine Stimme lauter, denn ich will es so. Die da ist von Dauer, denn ich will es so. Deutscher Rap ist sauer, denn ich will es so. Yes, I got the power, denn ich will es so. Ja, die Fantastischen Vier mögen die toten Hosen des Hip-Hop sein, aber nur insofern, als dass sie das Genre hierzulande unfassbar popularisiert und beeinflusst haben. Im Grunde haben sie es überhaupt erst losgetreten. Ich war auch damals in einer Hip-Hop-Crew, Deformity, und wir waren auch sehr stark von den Fantastischen Vier beeinflusst. Im Rückblick betrachtet waren wir eher Fanta 4 für Arme. Wir haben ein paar Lehrer hier, die sind so schal wie Wochen altes Bier. Bier trinke ich gerne und Lehrer will ich nicht und darum spuck ich ihn ins Gesicht. Tja, und heute bin ich selber Lehrer. Karma is a bitch. Die Rolle der Impulsgeber des Hip-Hop, das sollen jetzt ruhig mal andere und jüngere übernehmen. Die Fantastischen Vier bleiben energiegeladen und treu. Sie bleiben bescheiden bei ihren Leisten und begeistern damit Millionen. Mir wird das Album Longplayer dann gegen Ende dann tatsächlich ein bisschen zu lang. Auch zu zäh und zu ernst bei aller philosophischen Tiefe. Aber wegen der sehr starken ersten Hälfte bekommt das Album auch in der Form von mir 7,5 von 10 möglichen Punkten. 44.000 ist einfach ein Brecher. Ja, liebe Musikfreunde, was haltet ihr von Longplayer? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir doch ein Like oder abonniert am besten gleich meinen ganzen Kanal, denn dann verpasst ihr auch keins meiner künftigen Videos mehr. Vor allem dann nicht, wenn es wieder heißt, was ist Musik? Rock on!